Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach. Und ja, heute haben wir mal wieder, begeben wir uns mal wieder in die Niederung des Trash, diesmal nicht Fernsehens, sondern so, die hatten ja diese schöne Reihe, die Kinder von Kofangang, und ich habe ja gesagt, ich mache das erstmal nicht weiter, aber jetzt habt ihr mir so viel geschrieben, dass ich mal wieder was machen soll, und habe mir auch gestern die Storys reingezogen von Kühnam, habe mich auch grob so ein bisschen mit befasst, was die Kater in einem sehr langen Live gesagt hat. Und muss erst mal gucken, ob wir den Hund abholen müssen. Nee, noch nicht. Genau. Also ich sag mal gleich vorab, ich will jetzt gegen niemand hetzen, aber ich frage mich so ein bisschen, ob die beiden uns nicht angelogen haben, dass sie die beste Beziehung, dass alles so toll war und das alles so schön und so schön wie noch nie eine Beziehung war, und auch vorher die mit Julian wahrscheinlich auch schon, und alles ganz toll. Und viele sich vielleicht gedacht haben, sollen wir vielleicht auch nach Thailand gehen auf Full Moon Partys, Drogen nehmen, Drogenlieder singen und uns dabei ablichten, ständig verloben oder irgendwas machen. Sollen wir nicht auch diesen unfassbar tollen Lifestyle frönen, wenn das doch so viel Spaß macht, alles so, ne? Und jetzt sehen wir halt die andere Seite, was ich ja letztes Jahr ja auch schon gesagt habe, dass es toxic as fuck ist, das Ganze. Und das haben wir natürlich, das muss ich auch gleich sagen, also ich meine, jeder kann sich verfangen in solchen Beziehungen, sind ja auch irgendwo noch jung. Mich nervt halt nur immer, was mich wirklich nervt, dass man nicht einfach sagt, ey, wir haben hier, nicht nur nehmen wir Drogen, sondern wir haben auch eine drogenartige Beziehung. Dass man das dann nach außen so völlig anders darstellt, das finde ich halt, ja, für die Zuschauer ein bisschen manipulativ, ne? Und wir haben jetzt aber auch unterschiedliche Darstellungen, und ich bin auch nicht sicher, ob ich das alles hundertprozentig richtig verstanden habe. Und ich war natürlich auch nicht dabei, wir waren nicht dabei. Wer jetzt recht hat, weiß ich nicht. Ich stelle einfach mal so beide Seiten da, und wahrscheinlich wird es euch das gleich genauso gehen wie mir, dass man einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Also Kühnam, wie gesagt, wer jetzt nicht so drin ist, wird das wahrscheinlich aber auch nicht gucken. Also eine Kate war mal mit dem Influencer Julian Zietlow zusammen, hat sich ja getrennt von seiner Frau, hat sich dann, weiß nicht, eine eigene Midlife-Crisis, Drogenrausch hat er begleitet mit seiner Handykamera, und hat auch irgendwelche, ich will das auch gar nicht mehr alles erzählen, also es kam zu unsäglichen Dingen auch auf jeden Fall. Dann ist die Beziehung irgendwann, obwohl sie so toll war, so toll, ist sie auseinandergefallen. Natürlich auch nach den, wie ich es auch gesagt habe, ich glaube nach der üblichen Zeit, 200 Tage oder 100 Tage, weiß ich nicht. Dann ist er zurück zu seiner Frau, Ex-Frau, wo ich auch exakt vorhergesehen habe, wie lange es dauert, weil es einfach immer die gleiche Scheiße ist. Und Kate ist mit Julians Kumpel, wahrscheinlich jetzt nicht mehr Kumpel, Kühnam zusammengekommen. Und da haben wir auch gesehen, dass natürlich Lovebombing ohne Ende, und nach wenigen Monaten wurde schon verlobt, und Kühnam aber anders als Julian Zietlow kam er irgendwie so ein bisschen mehr needy rüber, mit der üblichen Folge, dass Kate es irgendwie nicht mehr gefühlt hat, und dann ist das auch auseinandergegangen, und dann wahrscheinlich gab es noch viel mehr Verwicklung. So, was ist jetzt der Stand? Jetzt, dann ist Kühnam scheinbar, natürlich ohne Datingpause oder irgendwie sowas, mit einer Mania, habe ich jetzt so verstanden, zusammengekommen, auch erst 3 Monate zusammen. Und ihm fällt natürlich nichts Besseres ein, was natürlich nur mit reiner Liebe zu tun hat, fällt natürlich nichts Besseres ein, als Kate immer noch zu schreiben, ihr Blumen zu schicken und sie zum Jahrestag, jetzt nicht der Jahrestag mit Mania, ich habe erst gedacht, meinte er jetzt so einen Monatstag, nein, zum Jahrestag mit Kate, wollte er sie natürlich wieder besuchen. Ich habe jetzt so verstanden, um natürlich auch wieder durch die Betten zu hüpfen, alles im Namen der Liebe natürlich. Was Mania jetzt dazu gesagt hat, ist es nicht überliefert. Also angeblich hat sie ihm das okay dazu gegeben, wo ich mich frage, was zur Hölle geht in diesen Menschen vor? Haben die schon mal irgendwann über das Wort Grenzen nachgedacht, gesunde Grenzen? Nein, scheinbar nicht. Also angeblich hat sie ihm das erlaubt, obwohl ich habe jetzt auch nichts gehört, dass die alle polyamore Beziehungen haben, ich weiß es nicht. Aber selbst wenn, also es ist natürlich wieder Baden in Dopamin und ich weiß nicht was. Und auch Kate
muss dem ja irgendwie zugestimmt haben, dass sie sich treffen. Wofür, ich weiß es nicht. Und ja, Kate-Seite sage ich dann später noch. Und ja, also aus Kühnams Sicht war das natürlich alles im Namen der Liebe. Also was im Namen der Liebe alles gemacht wird, also man fasst es einfach nicht. Ja, und dann hat er gesagt in seinen Stories, naja, das wäre aber alles nicht so gut gelaufen und jetzt wollte Kate ihn vernichten, wo man also so, sie ist jetzt so die toxische Frau, sie wollte ihn vernichten, sie wollte ihn online fertig machen, also so Amber Heard-mäßig, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und jetzt hätte er auch das Konzept von, das hat er wirklich ernsthaft gesagt, das Konzept von Grenzen gelernt, wo ich erst dachte, ja, ist ja eine tolle Erkenntnis, die wir hier schon vor einem Jahr hatten. Liebe braucht Grenzen oder auch schon vor 7 Jahren hatten. Und obwohl ich dann Kate's Story gehört habe, aber da kommen wir gleich noch zu, dachte ich mir, oh Mann, ey, das kann nicht alles nicht wahr sein, ey. Naja, auf jeden Fall ist ihm nur aufgefallen, ja, vielleicht ist es doch nicht so gut, immer wieder mit der Ex anzubandeln und immer wieder alle flach zu legen oder zu versuchen. Und ja, was Kate dann auch schon mal gar nicht wollte. Und ja, aber es bleibt weiter, das ist alles im Namen der Liebe und er wollte halt nur mal, weil er halt Kate auch noch liebt, natürlich liebt er seine Mania auch, liebt die Kate natürlich auch, nur nochmal sie sehen. Die haben natürlich von außen betrachtet, ja, wieder dieses übliche Spiel, was viele so gerne machen in diesen Beziehungen, Triangulation, einem eine andere vor die Nase setzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mania da glücklich mit war. Einfach nur tiefe, sumpfige, toxische Kacke, der ganze Scheiß. Also ob die da wirklich irgendwann irgendwo was lernen, ich weiß es nicht, hoffe es, aber kann ich jetzt gerade noch nicht so richtig sehen. Aber auf einmal ist die Beziehung, also auch von seiner Seite, war doch nicht alles so toll. Das wundert uns jetzt aber. Ja, genau. Dann, bevor wir zu Kate kommen, muss ich erstmal den Hund aus der Huta, wie das ja jetzt heißt, abholen und bin dann gleich wieder da hier. So, da bin ich schon wieder. Ja, kommen wir mal zu Kate. Kate sagt, also, dass er sie halt eben nicht nur irgendwie mal einmal zum Jahrestag sehen wollte, sondern dass sie hier ständig Kärtchen schicken würde. Also ich finde es einfach fucking illoyal, der Typ, aber gut. Ja gut, sie hat sich natürlich auch mit ihm getroffen. Letzten Endes, was, ich meine, was soll das immer wieder in diesem Echsen-Scheiß? Ich weiß nicht, was das soll. Dann hat sie ihm vorgeworfen, weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt. Also der Kinder macht ja, ich bin jetzt nicht drin in der Szene, ich kenne mich ja nicht aus, aber irgendwelche spirituellen Sachen, wo Leute Drogen nehmen. Also meine Meinung ist ja immer, entweder du hast spirituelle Erfahrungen ohne Drogen oder lass es einfach, nimm keine Drogen. Also ich bin da der gleichen Meinung wie Eckhart Tolle, dass Drogen Schwingungen senken und also es ist, also wenn, dann soll man das halt ohne Drogen erfahren, ist meine Meinung, aber gut, der macht halt irgendwelche Sachen, wo Leute dieses Ayahuasca nehmen und sie wirft ihm vor, dass er, während er diese Zeremonien angeleitet hat, wo ja Leute Drogen nehmen, ne? Also nicht ansprechbar sind womöglich oder Probleme haben, dass er da selber, ja, Keta, ne? Ich spreche das mal nicht den ganzen Namen für den YouTube-Algorithmus hier, also eine stark sedierende, also sagen wir mal so ein Pferdebetäubungsmittel genommen hat, was ja auch sehr beliebt ist. Also wenn da, also mindestens einmal zumindest, wenn das stimmt, ey, weil das ist natürlich. Da war ja auch schon letztes Jahr irgendwas, was ihm da vorgeworfen wurde, aber das kriege ich jetzt nicht mal so hundertprozentig zusammen. Und was hat sie ihm noch gesagt? Ja, dass sie irgendwie diese ganze spirituelle Szene total scheiße findet. Ist das gar nicht so toll alles? Full Moon Drogenpartys in Thailand. Und was ihm noch Vorwurf, der, da weiß ich zwar den zeitlichen Zusammenhang nicht so richtig, die waren ja mal zusammen in Berlin, dass Kinam Kate auch hätte da hier in KitKat Club, ist ja auch, sag ich mal, das passt natürlich auch perfekt. Also wie gesagt, ich will jetzt niemanden fronten, der da hingehen will, aber sagen wir mal auch so, weiß ich nicht, viel Dopamin, was auch immer da genau passiert, aber viele
unaussprechliche sexuelle Dinge auf jeden Fall, ob da auch Drogen genommen werden. Ich vermute es mal, weiß es nicht, offiziell wahrscheinlich nicht, aber ja, also ich glaube, da ohne Taucheranzug und Pferd kommen wir da auch nicht rein und so ein Club halt so. Ja, und sie findet das Ganze, ach ja, dann hat sie noch gesagt, dass er ihr vorgeschlagen hätte, er könnte ja, das ist wirklich so verrückt, Leute, er könnte ja ihr Geld verwalten, was sie mit OnlyFans einnimmt. Also wirklich, es gibt kein Reality-TV, was so schlimm ist wie diese ganzen Geschichten. Sie wirkt da jetzt, ich habe mal in die Kommentare geguckt, sie waren alle, ja toll, go girl, toll, dass du dich da abgrenzt. Aber letzten Endes hat sie ihn ja auch getroffen. Und ob die jetzt da, ob die beiden jetzt so viel Erkenntnisse haben, wie sie jetzt vorgeben zu haben, bezweifle ich mal stark. Also solange diese Storys so weitergehen und daraus ja natürlich sehr bunter Content gemacht wird, sehe ich da jetzt nicht eine große Wendung. Aber ist ja auch ihr Leben, sie können machen, was sie wollen. Was können wir daraus ziehen? Leute, wenn ihr völlig dopamingetränkte Oberkacke-Scheiße seht, glaubt nicht, dass es so gut ist, wie es euch dargestellt wird. Das können wir rausnehmen. Was können wir noch rausnehmen? Ich denke, dass die viele Leute angetriggert haben, die in toxischen Beziehungen waren, dass sie gedacht haben, oh, wenn die in toxischen Beziehungen leben können, vielleicht kann ich das ja auch, vielleicht sollte ich auch zurückgehen zu meinem Ex und mich wieder scheiße behandeln lassen. Nein, auch deren Beziehung hat nicht funktioniert, hat genau die gleichen Parameter. Die andere toxische, also kann man glaube ich sagen, das wirkt ja sehr toxisch von außen. Nicht, dass die das jetzt sagen, aber sie glaube ich schon, obwohl er jetzt auch, die gleichen Parameter wie andere toxische Beziehungen haben. Glaubt dem, was ihr seht, was wir auch hier besprechen. Glaubt nicht diesen bunten Worten, geht nicht in irgendeine Sekte. Und ich kann nur eins sagen, die spirituelle Szene zerlegt sich komplett selbst. Also die hatte ein unheimliches Hoch in der Pandemie. Ich habe mich auch viel mit beschäftigt. Das war auch ein schönes Thema in der Pandemie. Habe mich dann angefangen, nicht, dass ich immer, würde immer noch sagen, ich liebe Spiritualität, aber was ich da gesehen habe, Ausmaß an Verschwörungstheorien, wie Geld gemacht wird mit der Angst von den Menschen, wie dir gesagt wird, ist mir mehrfach passiert, glaube ich sogar, also weil ich mich gewagt habe, mich zu impfen zu lassen. Nicht, dass das jetzt, ich denke, es weiß ich nicht, ich habe da auch eine, ist auch egal, aber was mir gesagt wurde, du wirst in zwei Jahren, in zwei Monaten wirst du tot sein, es tut mir total leid, du wirst in zwei Monaten tot sein. Ich habe so die Schnauze voll und ich glaube, die haben auch eine harte Zeit jetzt und jetzt kommen noch diese, das sind natürlich nicht immer die gleichen Leute, aber jetzt, was man hier noch sieht, ist eben diese andere Sache, das gab es vorher natürlich auch schon, diese Vermengung mit Spiritualität und Drogen und Fullmond-Partys, Leute, das ist toxic as fuck. Aber ich meine, es ist jeder, ich respektiere, ich bin ein ganz großer Freund von Freiheit. Wenn ihr der Meinung seid, das ist euer Weg, dann geht ihr mal wenigstens ganz bewusst oder falls jemand der Meinung ist und wenn dann übernehmt die Verantwortung dafür. Ne? Man muss immer nur die Verantwortung übernehmen, dann kann man alles machen. Aber das, und ich muss auch immer wieder sagen, ich habe mich auch beim anderen Video schon gesagt, was ich noch gar nicht veröffentlicht habe, glaube ich, die meisten völlig irren Geschichten mit auch missbräuchlichen Beziehungen und ich weiß nicht was, höre ich aus dem, muss ich leider sagen, aus dem, also entweder es hat irgendwas zu tun mit Tanzen oder es hat irgendwas zu tun mit Spiritualität oder es hat zu tun mit irgendwelchen buddhistischen Meditationszentren. Es ist echt schlimm. Bleibt vorsichtig, Leute. Hund muss jetzt erstmal sein Post-Huta-Ritual hier abfeiern. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt sauber. Vielleicht sehen wir uns auf der Liebische Party. Ist ja schon nächste Woche. Und wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Schickt mir eine Nachricht über liebische.de. Macht die folgenden Kurse und wir sehen uns bald wieder.